Ein wirklich starkes Team. Die Heimspiele der Lokhandballer werden präsentiert von der Ostsächsischen Sparkasse Dresden. Pirna gegen Halle oder anders ausgedrückt, die beste Abwehr der Liga trifft auf den besten Angriff. Ein echter Handball-Leckerbissen zum letzten Heimspiel des Jahres. Die Halle prächtig gefüllt und alle, die da waren, kamen auf ihre Kosten. Denn der ESV Lok Pirna zeigt sich zum Jahresende in einer blendenden Verfassung. Die Mannschaft ist körperlich fit, hat wenig Verletzte und verfügt über das nötige Selbstvertrauen. Der Punktgewinn beim Tabellenführer HC Burgenland sollte gegen die Panther aus Halle veredelt werden und entsprechend leidenschaftlich präsentierten sich die Lokmänner. 5 Minuten brauchen sie, um ins Spiel zu kommen, dann aber geht die Post ab. Von Beginn an ist ordentlich Feuer in der Partie, Zweikampfhärte, Tempohandball. Hier spielen 2 echte Spitzenteams. Halle, der Vorjahresmeister, verfügt über einen exzellenten Rückraum, doch den bekommen die Eisenbahner früh in den Griff. Mit schnellen Tempogegenstößen setzen sich die Gastgeber ab. Das haben wir so prinzipiell mit sehr starker Deckung die Möglichkeiten gehabt, auch nach vorne schnell zu rennen und auch ein paar Konter, so 1-1 mit Torwart. 13:11 Treffer markiert die Anzeigetafel zum Pausentee. Allein 5 für Pirna erzielte zu diesem Zeitpunkt Kreisläufer Robert Ulsch. In seinem gefühlt 8. Handballfrühling ist er vorn wie hinten eine echte Bank. Ulsch kämpft verbissen um jeden Ball, ein echter Teamplayer. Die Erfolgsformel auf den Punkt gebracht. Wenn du eine gute Trainingswoche wieder hast, dann läuft das dann. Und das Rädchen dreht sich auch in der zweiten Halbzeit. Pirna baut den Vorsprung bis zur 40. Minute auf 6 Tore aus. Richtig Bock auf Handball haben hier alle im roten Trikot. Plus der Mann in Blau. Jan Vogt vernagelt den Kasten. Pirnas Torhüter spielen generell eine bärenstarke Saison. Gegen Top-Teams gibt es den Extra-Punch. Man sieht immer mehr, gerade die Saison in Hinsicht auf die letzte Saison, dass so das Torhütergespann und die Abwehr viel mehr zusammenpasst, viel besser zusammenpasst. Ich kann mich dann in meine Ecke legen. Und heute hat es wunderbar geklappt. Und wenn man dann von außen dann die Freien auch noch hält, dann ist man so ein bisschen drin im Kopf. Das hat man gemerkt. Und auch im Spiel natürlich. Gegen Halle, das torgefährlichste Team der Liga, lassen die Eisenbahner gerade einmal 22 Gegentreffer zu. Ein Spitzenwert. Der Abwehrriegel funktioniert, weil der Trainer in dieser Saison defensiv aus dem Vollen schöpfen kann. Das ist aber das, was uns so unberechenbar macht in der Abwehr. Und das ist halt auch für den Gegner, denke ich, schwierig. Und somit natürlich auch, Toto hatte, glaube ich, heute 2x2 Minuten, war dann auch nah an der roten Karte. Wir brauchen ihn im Angriff. Und dementsprechend haben wir dann genau diese Qualität im Kader, um da nahtlos anzuknüpfen. Der ESV Lok Pirna gewinnt gegen Halle völlig verdient mit 27:22. Auch im dritten Spiel gegen ein Top-Team der Liga bleiben die Eisenbahner also ungeschlagen. Für uns war wichtig, nochmal die Bestätigung vor diesem Punkt aus Burgenland, hier Punkte zu Hause zu holen, vor so eine geile Kulisse. Muss ich ganz ehrlich sagen, Halle war wieder voll. Ja, und die Jungs spielen einfach vor Zuschauern, die wollen alle begeistern. Und wie gesagt, wir sind immer noch unter unserer Quote 23 Toren. Die beste Abwehr der Liga schlägt den besten Angriff. Nur, was bedeutet das für die Meisterschaft? Hören wir beim Trainer auf die Zwischentöne. Also von meiner Philosophie ist immer beste Deckung wichtiger. Ja, also klar, musst du Tore erzielen, aber alle, die Weltmeister sind, olympische Sieger, die haben alle gut Deckung gespielt. Bei Lok Pirna hat man Großes vor. Das letzte Spiel des Jahres steigt kommenden Samstag in Köthen beim neuen Tabellenzweiten. Doch spätestens seit Halle wissen wir, Pirna kann Top-Teams schlagen. Ein wirklich starkes Team. Die Heimspiele der Lokhandballer werden präsentiert von der Ostsächsischen Sparkasse Dresden.